Hallo und moin, willkommen beim Mobitest. Hier ist Markus und willkommen zum Sony Xperia 1 Mark 5 Test. Wie genau baut man dieses Testvideo jetzt auf? Glaube, wir beginnen mal mit der Namensgebung dieses Gerätes. Sony Xperia 1 Mark 5. Anders als andere Hersteller, Samsung, Apple, ja, Galaxy S20, S21, 22, 23, nächstes Jahr kommt das S24, iPhone 12, 13, 14, 15, nächstes Jahr kommt das iPhone 16, dann hängt man bei Samsung noch ein Ultra dran, bei Apple noch ein Pro, das ist das Sony Xperia 1. Und das Sony Xperia 1 wird seit 5 Jahren gebaut. Und dann gab es das Sony Xperia 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, mittlerweile Mark 5. Dasselbe gilt auch für das Sony Xperia 5, Sony Xperia 5. Auch dort wird dann einfach eine Nummer dran gehängt. Mark 2, Mark 3, Mark 4, Mark 5. Nebenbei, das Sony Xperia 5, Mark 5. Der Test ist bereits online, ist unten verlinkt. Schaut ihn euch gerne an. Wie üblich, die Geräte sind relativ gleich. Eigentlich war das bisher immer so, das Sony Xperia 1 war das Konsumenten-, das Consumer-Flaggschiff-Gerät und das Sony Xperia 5 war das kleine Konsumenten, aber auch Flaggschiff. Denn die technischen Specs, also die technischen Innereien dieser beiden Geräte, sind relativ baugleich gewesen. Dies Jahr ist es ein Stück anders. Bam! Das Sony Xperia 1 Mark 5 hat 3 Kameralinsen, während das Sony Xperia 5 Mark 5 nur noch 2 Kameralinsen hatte. Ob das ein großer Nachteil ist, wie gesagt, schaut euch das Xperia 5 Video an, denn hier geht das um das Xperia 1. Das Unbox-Video ist ebenfalls bereits online, ist unten verlinkt, auch das könnt ihr euch gerne anschauen. Einige Kleinigkeiten. Das Video, was ihr gerade eben gesehen habt, ganz am Anfang, ist mit diesem Gerät aufgenommen worden, in 4K. Ja, denn das Gerät, das Sony Xperia 1 Mark 5, nimmt Videos in 4K auf. Übrigens 4K, 4K 60 Frames, 4K 120 Frames. Und die Videoqualität ist, wie von einem Sony Xperia gewohnt, herausragend gut. Dafür auch diese 3 Kameralinsen hin. Beim Unboxing haben wir drüber gesprochen. Die Rückseite des Gerätes, auch die besteht tatsächlich aus Gorilla Glass Victus. Sie ist immer noch rau und sie ist immer noch absolut Fingerabdruck unempfindlich und sie ist immer noch verdammt rutschig. Dieses Gerät hat 1-2 Schwachpunkte. Die hat es jedes Jahr. Das erste sind die Display-Ränder. Die sind verschwindend gering dieses Jahr. Oben und unten allerdings haben wir immer noch diesen Balken. Das muss man wissen, wenn man sich ein Sony kauft. Das ist einfach da. Und ja, man kann sagen, Moment, das Design hat sich eigentlich seit 5 Jahren nicht geändert. Auch das stimmt. Die Displayränder sind ein bisschen schmäler geworden, aber ansonsten ist das seit 5 Jahren dasselbe Gerät mit demselben Formfaktor. Sie haben aber auch in diesem Jahr wieder an einigen Punkten geschraubt und es ist erstaunlich, wie gut man diese Geräte dann doch immer noch mal wieder verbessern kann. Die Geschwindigkeit hervorragend. Der Akku hält 1,5 Tage durch. Es ist das Snapdragon 8 Gen 2 verbaut. Nebenbei, wenn ihr wirklich die 120 Hertz, das 120 Hertz Display nutzen wollt, müsst ihr das einschalten im Bereich Display. Und dann hohe Bildwiederholungsrate. Hier müsst ihr 120 Hertz einschalten. Ja, das Display. Einer der großen Punkte dieses Gerätes, des Sony Xperia 1 Mark 4, ist das Display. Und jetzt bin ich in einem Punkt, der ganz spannend ist. Es gibt von Apple das iPhone 12, 13, 14 Pro. Ja, ihr könnt dieses Jahr das iPhone 15 Pro kaufen. Nächstes Jahr wird es ein iPhone 16 Pro geben. Und es gibt von Xiaomi Pro-Geräte. Pro. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe vorhin gesagt, das ist ein Consumer-Flaggschiff. Das stimmt nicht ganz. Es ist das wahrscheinlich professionellste Consumer-Gerät der Welt. Es ist viel mehr ein Pro-Gerät, als es ein iPhone ist. Was ich damit meine, professionelle Nutzer, gehen wir mal in die Einstellung. Wir haben hier zum Beispiel den Bereich Display. Bildqualität, Farbskala, Kontrast, Videooptimierung. Wir haben ja den Creator-Modus, wir haben aber auch den Standard-Modus. Wenn wir den Standard-Modus schalten, dann können wir den automatischen Creator-Modus nutzen. Dieser wird für bestimmte Apps verwendet. Wir haben eine Echtzeit-HDR-Funktion, wir haben Videooptimierung. Vollbildvorschau vom Mobile. Wir können uns das hier mal anschauen.
Und ich denke, ihr seht die Unterschiede zwischen den beiden Bildern. Übrigens, das, was ihr jetzt gerade seht, wird gefilmt mit einer Sony-Kamera. Mit meiner DSLR. Und auch hier seht ihr die Unterschiede. Das ist ein, zumindest geht das in den Bereich der Pro-Geräte. Weißabgleich. Wir können hier einen Weißabgleich einstellen. Wir können ihn aber auch manuell festlegen. Wir können den Weißabgleich so festlegen, wie wir glauben, dass er für uns richtig ist. Bildqualität, Creator-Modus, Echtzeit. Es ist das professionellste Consumer-Gerät der Welt. Denn es gibt tatsächlich ein Sony Xperia Pro. Ein Kamerasmartphone ohne HDMI-Anschluss ist kein professionelles Gerät, oder? Hat das iPhone? Versteht ihr, was ich meine? Deshalb mag ich diesen Begriff Pro nicht bei so einem Gerät wie zum Beispiel dem iPhone. Das ist für mich kein professionelles Gerät. Das hier hat auch keinen HDMI-Anschluss. Es geht aber in die Richtung. Ja, und wer dann wirklich ein professionelles Smartphone möchte, der sollte sich ein Xperia Pro kaufen. Das hier ist das professionellste Konsumentengerät, was man kaufen kann. Über die Kamera werde ich eventuell noch einen extra Teil machen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sich dies Jahr wieder lohnt. Denn sie ist nicht so viel besser geworden als zum Beispiel in den letzten Jahren. Und da war sie schon herausragend gut. Ihr findet auf unserem Kanal, ich habe das unten verlinkt, Testvideos zum Xperia 1 und 5, Mark 2, 3 glaube ich, 4, also zu diversen Sony Xperia Geräten. Dort sind die einzelnen Kamera-Apps auch erklärt worden. Wir haben hier zum Beispiel Video Pro und das heißt nicht nur Video Pro, es ist wirklich eine professionelle Videobearbeitungssoftware. Und hier wird nochmal kurz erklärt, woher das eigentlich kommt, warum Sony das, was sie behaupten, auch wirklich liefern können. Diese App habe ich schon sehr detailliert erklärt, das ist unten verlinkt, schaut es euch einfach an. Aber ihr seht hier zum Beispiel die Eingangslautstärke, die Audio. Das heißt, ihr könnt hier wirklich, es ist eine professionelle Smartphone-Kamera. Also es ist eine professionelle Kamera, die über den Bereich der Smartphone-Kameras hinausgeht. Deshalb sage ich, ihr seht hier die ISO und. Das hier ist jetzt die Videokamera. Ja? Ihr könnt natürlich auch ganz normal die Fotokamera starten und dann, wie ihr es gewohnt seid, hier auf Video umschalten. Und schon habt ihr ganz normal die Videokamera hier mit dem Zoom. Ihr habt ja allerdings den Basic-Modus, den Automatik-Modus. Und jetzt sind wir in dem Bereich der Programmautomatik, der Priorität, der Verschlusszeit, manuelle Belichtung, wie ihr es halt alles kennt von professionellen Kameras. Das liefert dieses Gerät. Dieses Gerät liefert aber auch Music Pro. Auch das habe ich in einem der anderen Videos erklärt. Wie gesagt, es gibt sogar eine Sony Xperia Playlist bei uns auf dem Kanal. Schaut sie euch einfach an, da ist alles wirklich erklärt. Da gibt es auch Kameravideos. Erklärung am Projektanlegen habe ich beim 5er schon erklärt. Ja, ihr habt dann Kopfhörer mit Kabel gesehen, denn natürlich hat dieses Gerät, es ist ein semi-professionelles Gerät, ein 3,5 Klinkenanschluss. Können wir uns das Gerät direkt hier von dieser Seite anschauen? Wir haben hier die Lautstärkewippe, den Fingerabdrucksensor im Ein- und Ausschalter und einen dezidierten Kamera-Button. Ja? Das heißt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, dann drückt ihr einfach diesen Button und schon ist die Kamera da. Was neu dazu gekommen ist, ist der externe Monitor. Das heißt, das hier wird gerade, das was ihr gerade seht, wird mit meiner Sony DSLR aufgenommen und ich könnte jetzt dieses Gerät, das Sony Xperia, als Streaming-Monitor nehmen zur Überwachung einer externen Kamera. Und da dieses Gerät ein 4K-Display hat, ist das schon mehr als semi-professionell. Und es ist ganz einfach. Ihr verbindet jetzt einfach die Kamera mit dem Display und gut ist. Das Sony Xperia 1 Mark 5 ist das professionellste Consumer-Gerät der Welt. Es ist das Sony, es ist ein Pro-Gerät, ohne dass es Pro heißt und ohne dass es mit dem Wort Pro rumprallen muss. Es ist wie jedes Jahr ein fantastisches Smartphone. Es ist meiner Ansicht nach nicht nur eins der besten Android-Geräte, es ist eins der besten Smartphones auf dem Markt. Es ist aber das erste Jahr, wo ich für mich selber sagen muss, es ist nicht meine erste Wahl. Bei mir ist es tatsächlich so, die letzten Jahre waren das Xperia meistens das 5er. Ich mag die kleinen Geräte ja noch lieber. Das Xperia 5, Mark 3, Mark 4. Waren immer die Geräte, wo ich gesagt habe, das ist so mein
Na, das ist so, ja, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr hat tatsächlich die Software-Magie das Pixel gewonnen. Und das Google Pixel 8 ist tatsächlich mein bevorzugtes Smartphone. Auch weil jetzt mit den Updates die KI-Fähigkeiten noch deutlich angewachsen sind. Über die Kamera habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, oder? Wieder Kameraglas Carl Zeiss. Ah, diesmal sogar das Zeiss T-Glas. Ah, das bedeutet übrigens nicht, dass die Linsen von Zeiss sind, sondern das Kameraglas ist von Zeiss. Und das bedeutet, es gibt die Umgebung naturgetreu wieder. Wir werden kaum Probleme mit Lichtbrechung und so weiter haben. Aber darum geht's. Ich habe euch, die Kamera ist fantastisch. Ich habe euch aber noch gar keine Fotos gezeigt, oder? Passt auf. Normalerweise kommt ja bei unseren Videos zum Schluss immer so dieser Mobitest-Abspann. Ich werde einfach ganz zum Schluss stumpf ein paar Fotos durchsliden lassen. Dann können wir uns die Fotos angucken. Und könnt ihr entscheiden, ob die Kamera für euch ausreicht oder nicht. Also zum Fazit. Wie jedes Jahr hat Sony eins der besten Smartphones der Welt präsentiert. Es wird jedes Jahr besser. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Es ist das genau gegenüber dem Pixel 8 liegende Smartphone. Pixel 8 Pro. Da haben wir wieder ein Pro. Auch wenn es kein Pro ist, das Pixel 8. Aber es liegt genau am anderen Ende des Spektrums. Ja, es ist 180 Grad gedreht. Da, wo das Pixel mit Software und Software-Magie punktet, punktet das Xperia mit Hardware und mit technischen Lösungen. Eben nicht mit Softwarelösungen, sondern mit purer Hardware. Mit purer, harter Währung. Hardware. 4K-Display, tolle Kamera, toller Klang, tolle Verarbeitung. Den ein oder anderen Faktor hat man, wenn man diese Geräte nutzt. Ja, ihr habt die Displayränder oben und unten. Allerdings habt ihr ein 4K-Display. Ihr habt einen tollen Klang, ihr habt alles super. Es ist ein fantastisches Gerät. Ein wirklich fantastisches Gerät. Übrigens, es läuft schon mit Android 14. Und wir haben jetzt Anfang Dezember, es hat schon, ich glaube, Ende November, Anfang Dezember hat es Android 14 bekommen. Damit vor vielen, vielen anderen. Sonst war Sony immer ganz hinten dabei. Plötzlich liefern sie auch ihr Update schnell. Großartiges Gerät. Ich kann es jedem nur empfehlen. Eine Sache haben wir auch noch nicht angesprochen. Und das mag einer der Gründe sein, warum sich so wenig Menschen Sony-Smartphones oder zumindest die Xperias kaufen. Ist der Preis. 1.300 € ist natürlich nun auch kein günstiges Gerät. Aber es ist im Vergleich zu den iPhones jeden Euro wert. Meiner Ansicht nach. Und demzufolge, wer gerade ein neues Gerät sucht, guckt euch das Gerät mal näher an. Ihr werdet sehr überrascht sein, wie großartig dieses Gerät ist. Und ich bin jetzt sehr überrascht, denn ich werde dieses Gerät jetzt einpacken und dann werde ich direkt im Anschluss das Sony Xperia 10 Mark 5 testen. Ein Gerät, ist das das Mark 5 oder das Mark 4? Das neue Sony Xperia 10. Und das ist ein Gerät, das nur ein Viertel, das kostet mich glaube ich mit 300 €, 350 €, also ein Viertel des Preises dieses Gerätes kostet. Und ich möchte wissen, ob das Gerät auch nur ein Viertel so gut ist. Wer es auch wissen möchte, sollte diesen Kanal abonnieren, denn das Video wird in ein, zwei Wochen online kommen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, gehabt euch wohl. Wir hören uns jeden Sonntag im Mobitest-Podcast. Markus von Mobitest. Danke und tschüss.